Heute geht's los. Die Folien sind immer so strukturiert nach den Kapiteln des Skriptes. Und wenn Sie reinschauen in das Skript, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon online gestellt habe, aber sobald Sie in das Skript reinschauen, werden Sie sehen, gibt es da das Kapitel Prolog. Erste Kapitel. Ein bisschen über das, was wir da besprechen werden, kurz, haben wir schon letztes Mal drüber gesprochen. Anfangen tut das Skript mit so ein bisschen noch was Philosophischem, um Sie einfach nochmal darauf einzustimmen, dass Sie hier in einem sehr dynamischen Studiengang sind, der noch sehr jung ist. Sie haben das von Herrn Reusner gehört, 70er Jahre, 1976, 75 ging es los mit der Fakultät für Informatik. Vergleichen Sie das mal mit den Elektrotechnikern. Vergleichen Sie das mal mit den Mathematikern oder Medizinern. Die haben ja 1000 Jahre alte Traditionen. Wir haben eine Tradition, die sich in Jahrzehnten bemessen lässt. Dementsprechend ist bei uns vieles noch im Fluss und viel, das sich stark ändert. Und es ist für uns halt hier, die wir ihr Studium gestalten, auch ein bisschen schwierig vorherzusehen, was denn so in der Zukunft passieren wird. Hier ist einfach so mal über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen was aufgetragen, was alles an falschen Voraussagen schon getroffen wurde. Also 1943, ich denke, es gibt nur einen Weltmarkt für 5 Computer, Thomas Watson. Thomas Watson ist nicht irgendwer, jetzt könnte man sagen, ja, ja, keine Ahnung. Thomas Watson ist der Vorstandsvorsitzende damals von IBM gewesen, also einer Firma, die sehr erfolgreich sich schon sehr lange in dem Geschäft hält und eigentlich weiß, was sie da macht. Und dieser Mann war auch sehr immer auf Innovation und Forschung bedacht und hat trotzdem sich da so stark geirrt. Dann wichtiges Journal, Popular Mechanics, hat die große Voraussage gemacht, vielleicht kann es sein, dass die Computer der Zukunft nicht mehr als 1,5 Tonnen wiegen. Haben Sie streng genommen recht, also die meisten Computer wiegen heute nicht mehr als 1,5 Tonnen, aber es zeigt trotzdem, dass keiner diesen rasanten Fortschritt bei der Miniaturisierung voraussagen konnte, vielleicht maximal erahnen konnte, aber noch nicht in den 40er Jahren. Und das ist eine Lebensspanne. Die Leute, die 1949 geboren wurden, die sind heute noch Professoren und unterrichten Informatik. Digital Electric Company, DEC, sehr erfolgreich in der lange Zeit in der Informatik gewesen, sehr berühmte Computer und Maschinen gebaut. Als ich angefangen habe zu studieren, gab es hier noch Deckmaschinen, Deckcomputer, Großcomputer, das war Stand der Technik. Es gibt keinen Bedarf für Heimcomputer, für individuelle Computer. Lagen sie natürlich kolossal daneben. Dementsprechend ist die Firma heutzutage auch nicht mehr so erfolgreich und stark vertreten. Dann Bill Gates, ihm wird der Ausspruch zugewiesen, 640 Kilobyte sollten genug Hauptspeicher für alle sein, für jedermann sein. Heutzutage ist es schwierig, ein Gerät noch zu finden, das mit 640 Kilobyte auskommt. Da sind wir dann im Embedded-Bereich, im Spezialbereich. Früher war das absoluter Luxus bei PCs und Heimcomputern. Ist insofern interessant, jeder, der schon mal sich ein bisschen mit DOS auskennt oder auch mit der Intel-Architektur, weiß, was diese Annahme für Schwierigkeiten macht, wenn es ums Speichermanagement geht und wenn man systemnah programmiert und Speichermanagement auf Betriebssystemebene machen will, ist das auf der Intel-Architektur immer noch schwierig, weil es da immer noch diesen einen blöden Hack gibt. Da muss man immer noch sich ein bisschen verrenken. Dementsprechend, Bill Gates bestreitet diesen Ausspruch. Kann auch durchaus sein, dass er nie gesagt hat, aber allgemein wird das ihm eigentlich zugeschrieben. Und die Entwicklung schreitet massiv voran. 2000 wurden mehr PCs als Fernseher verkauft. Sprich, also gibt doch einen Markt für mehr als 5 Computer. Und es scheint auch so zu sein, dass die Leute zu Hause Computer haben wollen. Der PC ist aber auch schon längst wieder out. Inzwischen dominieren die Smartphones. Ende 2012 gab es sowas wie 30 Millionen Smartphones in Deutschland und es wächst. Und zwar nicht nur in Deutschland, nicht nur in der westlichen Welt, es wächst weltweit stark. Ja, er hat sich schlafen gelegt. Dann stehen Sie zurzeit an einer Scheide in der Informatik. Und das ist etwas, das könnte durchaus noch sehr interessant für Sie werden während des Studiums. Und das ist etwas, was wahrscheinlich sehr interessant werden wird
im Laufe ihres Berufslebens. Der Digitalrechner, so wie wir ihn kennen und so wie er noch gelehrt wird, wird zurzeit ersetzt durch ein neues Paradigma des Rechnens, durch das Paradigma der Quantencomputer. Die wurden, als ich angefangen habe zu studieren, noch hauptsächlich theoretisch betrachtet. Da war man froh, wenn man zwei Quanten miteinander verschränken konnte und da so ungefähr binäre Sachen rechnen könnte. Inzwischen ist man halt so weit, da steckt natürlich auch viel Marketing dahinter, aber die NASA hat erstmals einen funktionierenden Quantencomputer vorgestellt, der von einer kanadischen Firma hergestellt wurde. Dieser Quantencomputer war auf eine bestimmte Aufgabe beschränkt. Also das war kein universal programmierbarer Quantencomputer. Das ist jetzt der nächste Schritt. Da gibt es jetzt erste Leute, die behaupten, dass sie jetzt vor Wochen, paar Wochen, den ersten programmierbaren Quantencomputer vorgestellt haben. Dementsprechend können Sie sich vorstellen, 4 Jahre, 5 Jahre in der Zukunft, was wird da der Fall sein? Der Quantencomputer wird sicherlich noch nicht überall verfügbar sein, aber wird noch das Smartphone das wichtigste Gerät sein? Wird es inzwischen ein anderes Gerät sein? Wird wieder der PC wichtig werden? Und behalten Sie immer so im Auge, was sind die Entwicklungen bei den Quantencomputern? Das kann sein, 10, 15 Jahre, in 10, 15 Jahren werden die Experten auf dem Gebiet gesucht werden. Wir versuchen hier Ihnen ein Studium zu bieten und zu ermöglichen und sich in die Lage zu versetzen, dass Sie diese Trends und diese Voraussagen immer werden verfolgen können, dass Sie sich immer werden auf dem Laufenden halten können und dass Sie selber diese Trends auch bestimmen werden. Und wenn Sie Glück haben und wenn Sie sehr erfolgreich sein werden und ein bekannter, wichtiger Informatiker sein werden, kann es sein, dass in 50 Jahren ein Dozent steht, Informatik unterrichtet und Ihr Zitat steht auf dieser Folie. Weil wären Sie nicht erfolgreich, wird das keinen interessieren, dass Sie falsche Prognosen machen. Gut, nochmal, was sind die Ziele der Grundbegriffe der Informatik? Logischerweise wollen wir Ihnen Grundbegriffe beibringen. Das wird viel darauf hinauslaufen, dass wir zum einen Begriffe definieren werden. Definitionen sind immer darum wichtig, dass man Mehrdeutigkeiten ausschafft, dass wir unter einem Begriff immer dasselbe verstehen. Wir werden aber, oder ich werde versuchen, nicht nur stur einfach Definition und so ist es hinzugeben, sondern wir werden versuchen, auch die Begriffe so von unterschiedlichen Aspekten zu beleuchten. Und Sie werden feststellen, dass es nicht immer unbedingt zu jedem Begriff eine feste Definition gibt, dass unterschiedliche Forscher, unterschiedliche Schulen sich darüber streiten. In der Mathematik ist das häufig nicht so sehr der Fall, was daran aber auch liegt, dass die ein paar tausende Jahre alt ist und auch Zeit hatte, sich auf bestimmte Begriffsdefinitionen zu einigen. In der Informatik ist dann noch sehr viel, viel im Fluss. Das sind so typische Sachen, hatte ich Ihnen schon gesagt, Graphen, Algorithmen, Alphabete, Sprachen, Prozessor, Turing-Maschine etc. werden wir Ihnen alles vorgeben. Sie werden auch ein paar bestimmte Techniken für Definitionen und für Beweise kennenlernen. Das Wichtigste wird die Induktion sein. Induktion ist etwas, das meistens in der Schule noch nicht gelernt wird oder gelehrt wird. Eng verknüpft mit der Induktion ist halt die Rekursion und Fixpunkte. Sie werden auch sowas kennenlernen wie Schleifeninvarianten bei Rekursion und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die sind von theoretischem Standpunkt interessant, die sind aber auch gleichzeitig vom programmtechnischen Standpunkt interessant. Es kann Ihnen wirklich helfen, wenn Sie jetzt in der Programmieren sitzen und Sie müssen Programme schreiben, dass Sie einige Sachen induktiv lösen können. Und dann müssen Sie die Augen aufhalten. Es gibt einige Sachen, die können Sie induktiv lösen, aber es ist keine gute Idee, das induktiv zu machen, mit einer Rekursion zum Beispiel, weil man es auf andere Art und Weise viel, viel schneller und einfacher rechnen kann. Und was wir noch nebenbei so ein bisschen machen werden, ist auch ein bisschen Mathematik. Unverzichtbare Begriffe, also Sachen, die Sie brauchen, um das, was wir hier machen, zu verstehen, aus der Mathematik, werde ich versuchen, auch so ein bisschen nebenbei immer wieder einfließen zu lassen. Sie werden lernen, präzise zu formulieren und zu argumentieren. Das ist ganz wichtig. Sie werden später in einen Diskurs treten, sich unterhalten mit Kollegen. Vielleicht haben Sie eine tolle Idee. Und dann müssen Sie diese Idee auch rüberbringen und gegenüber Ihren Kollegen durchsetzen können. Und dafür müssen Sie argumentieren und beweisen können. Ja. Dann versuchen noch so ein bisschen lauter zu machen. Schauen wir mal. So besser? Okay, wunderbar. Viel lauter geht es nicht. Da muss ich lauter sprechen. Also,
Sie müssen dann sich gegen Ihre Ideen gegenüber Kollegen durchsetzen. Nur weil Sie recht haben, heißt das noch nicht, dass die anderen Leute auf Sie hören. Sie müssen auch das Ganze formulieren und argumentieren können, und Sie sollten das präzise formulieren und argumentieren können, damit Ihre Idee nicht aus Versehen irgendwo untergeht. Und Sie müssen nicht nur wissen, Sie müssen das können. Das ist eine der Sachen des Bachelor-Master-Studiengangs. Wir vermitteln nicht nur Wissen, wir vermitteln Fähigkeiten. Das heißt, Sie müssen das Ganze auch anwenden können. Sie müssen das Ganze programmieren können, dafür haben Sie die Vorlesung Programmieren auch. Aber Sie müssen auch die theoretische Informatik anwenden können. Sie müssen nicht nur wissen, da gibt es einen Satz und der besagt das und das aus und dann weiß ich die und die Eigenschaft. Sie müssen neue Sachen daraus ableiten können. Sie müssen aktiv beweisen können. Entweder im Idealfall später haben Sie selber eine Idee oder eine Vermutung von etwas, das sein könnte, und dann können Sie sich das selber beweisen und dann auch belegen, dass Sie da eine ganz tolle Idee hatten. Hier wird es häufig so sein, in den Übungen, in der Klausur, geben wir Ihnen einen Satz vor und bitten Sie, den zu beweisen, mit Hilfe der Werkzeuge und des Wissens, was Sie in der Vorlesung vermittelt bekommen haben. Aber Fähigkeiten sind wichtig, nicht nur stures Auswendiglernen. Gut, damit jetzt endlich genug der Vorrede, kommen wir zu den ersten Grundbegriffen, über die wir reden wollen. Und die ersten Grundbegriffe werden sein Signale, Nachrichten, Informationen und Daten, logischerweise. Aber was ist der wichtigste Grundbegriff der Informatik? Logischerweise die Informatik. Sie wollen Informatiker werden häufig oder Sie studieren Informatik, dann sollten Sie auch wissen, was Informatik ist. Und es ist insofern interessant, weil Informatik ein Begriff ist, der im Europäischen hauptsächlich verbreitet ist. Die Deutschen sagen Informatik, die Franzosen haben auch den Begriff der Informatik. Im Englischen gibt es zwar theoretisch den Begriff Informatics, aber keiner weiß so richtig, was damit gemeint ist. Wenn Sie ins Angelsächsische gehen, in die USA, wird viel von Computer Science gesprochen. Wir haben nicht die Wissenschaft nur von den Computern. Der Computer ist für uns ein Werkzeug. Wir haben die Wissenschaft der Information. Und das sieht man daran, wenn man jetzt anfängt, das Wort Informatik auseinanderzulegen. Und dann ist es halt ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus zwei anderen Wörtern. Es kommt von Information und dann das Matik. Wo kommt das her? Da gucken Sie es ins Skript oder Sie gucken in die Literatur und dann sehen Sie zum Beispiel, dass das vom Mathematik kommt, dass das Asthmatik von der Mathematik ist. Und Sie werden das in Ihrem Studium merken, Sie haben praktisch mehr Mathematikvorlesungen im Augenblick, als Sie Informatikvorlesungen haben. Das hat da den Grund, dass die Mathematik in der Informatik eben mit drinsteckt und mit eines der wichtigsten Werkzeuge ist. Oder, wenn Sie mich gefragt hätten, hätte ich Ihnen was anderes gesagt. Ich hätte gesagt, das Wort Informatik kommt von Information und hat das Suffix Mathematik. Und dann gucken Sie in die Literatur und dann stellen Sie fest, oh, da gibt es einen, der definiert das genauso. Das habe ich nicht mir ausgedacht, das habe ich beigebracht bekommen, das habe ich selber in der Literatur gelesen. Und das ist jetzt blöd. Wir hatten ja gesagt, wir wollen definieren, damit wir ein eindeutiges Verständnis von den Begriffen haben. Und jetzt habe ich hier zwei Definitionen. Ich habe einmal die Definition, Informatik setzt sich zusammen aus Information und Mathematik. Ich habe die Definition, Informatik setzt sich zusammen aus den Begriffen Information und Automatik. Was ist jetzt richtig? Und das ist so eine Situation, die werden Sie häufiger sehen. Und das ist das, was ich schon meinte. Eine junge Wissenschaft, man ist sich nicht so einig. Was jetzt richtig ist, ist Geschmackssache. Ich persönlich finde das mit der Automatik viel besser. Warum? Kommen wir gleich zu. Andere Personen, insbesondere hier, wenn Sie noch die älteren Dozenten fragen, werden Ihnen immer sagen, Mathematik, logischerweise. Was einfach damit zu tun hat, mit der Tradition, dass die Informatik sich hier an dieser Universität traditionell aus der Mathematik entwickelt hat. Natürlich auch ein bisschen aus der Elektrotechnik, aber sehr stark aus der Mathematik. Während an anderen Universitäten, auch guten Informatik-Universitäten, sich die Informatik stark aus der Elektrotechnik und aus den Ingenieurswissenschaften allgemein entwickelt hat. Deswegen, wenn Sie einer fragt, was ist Informatik, wenn Sie eine wirklich fundierte Antwort geben wollen und sollen,
Denn wir können sie sagen, ja, es gibt zwei Definitionen, die eine Schule sagt dies, die andere Schule sagt das. Und das ist wichtig, dass Sie das im Kopf behalten, dass es da keine eindeutige Antwort gibt. Was es aber gibt, ist, es gibt eine schöne kleine Schrift, zwei Seiten, kommt aus dem Jahr der Informatik, das man vor kurzem hatte, 40 Jahre Informatik, gab es ein Jahr der Informatik. Da wurde eine schöne kleine Zwei-Seiten-Schrift erstellt, wo geschrieben steht, was Informatik ist. Ich werde das für Sie ins Ilias verlinken. Wenn Sie mal ein bisschen locker was lesen wollen für eine 10 Minuten, können Sie sich das durchlesen. Ist sehr, sehr schön, präzise und leicht verdaulich geschrieben. Also, wir definieren, und das ist jetzt völlig egal, ob Sie meinen, da steckt Mathematik drin oder Automatik in dem Wort, bei dieser Definition sind sich im Prinzip alle einig. Informatik bezeichnet die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen mit Hilfe von Rechenanlagen. Und deswegen mag ich Automatik lieber. Weil, also Information steckt drin in der Definition, aber auch Verarbeitung mit Hilfe von Rechenanlagen. Und das klingt halt stark nach Automation. Ich habe eine Maschine, die verarbeitet etwas. Das heißt, nicht als Mensch muss die Informationen irgendwie verarbeiten, sondern es macht die Maschine für mich. Das ist eine Automatik. Deswegen finde ich persönlich die Herleitung der Informatik aus der Automatik schöner. Wie gesagt, die Ursprünge der Informatik liegen in der Mathematik oder wahlweise in der Elektrotechnik, insbesondere in der Nachrichtentechnik. Elektriker, Elektrotechniker, wo stecken Sie? Ein Elektrotechniker hier. Traut sich nicht. Allgemeinwissen, damit Sie was über die Universität kennenlernen. Gibt es an dieser Universität eine Fakultät für Elektrotechnik? Wer sagt ja, den Arm heben? Wer sagt nein, den Arm heben? Sie sagen nein. Warum sagen Sie nein? Ja, es ist ein bisschen eine Fangfrage. Da hinten hatte sich einer gemeldet, der ist Elektrotechniker, richtig? Doch, es gibt, wie heißt denn die Fakultät? Wer weiß, wie die Fakultät heißt? Genau, die Fakultät heißt die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik. Die heißt aber erst seit 10 Jahren so. Früher war das selbstverständlich die Fakultät für Elektrotechnik und die hatten so ein bisschen das Problem, dass denen die Leute vorweggelaufen sind. Wenn die Leute an Elektrotechnik gedacht haben, dann haben sie an Hochspannungsstromübertragung gedacht und Umwandlung und so. Aber in Wirklichkeit ist die Nachrichtentechnik und die Informatik und die Verarbeitung von Informationen bei der Elektrotechnik sehr, sehr, sehr wichtig geworden im Laufe der Zeit. Deswegen heißt die Fakultät jetzt Fakultät für Elektro- und Informationstechnik. Das heißt, wir schaffen es da als junge Wissenschaft, eine sehr alte Wissenschaft zu beeinflussen, dass sie ihren Namen ändern muss. Was wir viel machen in der Informatik, ist nicht nur, dass wir uns theoretisch überlegen, wie wir Informationen verarbeiten, sondern wir machen wirklich konzipieren und konstruieren. Das heißt, wir bauen, wir setzen die zusammen. Wir setzen Maschinen zusammen, die selbstständig Symbole verarbeiten können. Und die Maschine hat gewisse Eigenschaften. Und eine dieser herausragenden Eigenschaften ist, dass diese Maschine eine mathematische Maschine ist. Wenn man ganz fies sein will, ist diese Maschine in gewisser Art und Weise häufig eine arithmetische Maschine. Wenn man sich anschaut, Computer sind häufig aus dem Bedürfnis heraus entwickelt worden, dass man irgendeine Arithmetik durchführen muss. Man muss große Zahlen rechnen, man muss Statistiken führen, man will irgendwas berechnen. Und die ersten Rechner, Rechenanlagen, die heißen deswegen auch Rechenanlagen, wurden gebaut, um häufig Arithmetik zu bauen. Das heißt, diese Maschine ist mathematisch, aber macht neuerdings nicht nur Arithmetik, sondern überträgt häufig Daten. Und sie überträgt diese Daten nicht immer in einer festen Art und Weise. Also ist nicht eine Maschine, die Wasser in eine Flasche füllt, sondern diese Maschine ist frei konfigurierbar mit Hilfe eines Algorithmus. Also ich kann Ketten von Befehlen reinschreiben, die dieser Maschine geben und diese Maschine arbeitet diese Befehlsketten ab in einer mathematischen Art und Weise, um damit Daten zu verarbeiten und zu übertragen. Und deswegen kann man jetzt argumentieren, dass der Computer, der Rechner als Maschine etwas Besonderes ist. Wenn man sich so klassische Maschinen anschaut, dann agieren die häufig in der physischen Welt. Sie machen irgendeine physische Aktion.
Sie manipulieren etwas. Der Dampfhammer schmiedet Ihnen Ihr Eisen besser, als Sie das mit Hammer und Hand können. Die Sortieranlage sortiert Ihnen die Briefe schneller und schöner, als Sie das können. Oder es gibt Maschinen, die die kognitiven Fähigkeiten des Menschen erweitern. Zum Beispiel ein Teleskop hilft Ihnen besser zu sehen, besser die Sterne beobachten zu können. Mikrofon und Lautsprecher helfen Ihnen, Audiodaten, Ihre Stimme zu verstärken, Audio lauter zu produzieren. Hörgeräte helfen Ihnen, besser zu hören, etc. Der Computer macht keine dieser Dinge. Er verrichtet keine physikalische oder mechanische Arbeit. Er erweitert nicht notwendigerweise die Sinne, sondern er verarbeitet seine Dienste in einer mathematischen Art und Weise. Jetzt kommt natürlich die Argumentation, ja, aber ich kann ja auch ein Mikroskop mit dem Rechner machen. Kaufe ich bei mir am Laden, kann ich einen USB-Port anstecken. Das ist richtig, aber letztendlich, was der Rechner macht, ist, er macht nicht das Teleskop, das Mikroskop. Das Mikroskop ist das Ding, das Sie an den USB-Port stecken. Der Rechner verarbeitet die Daten, die er vom Mikroskop bekommt und zeigt die schöner da auf einem Bildschirm. Der verarbeitet schon die Daten. Er ist nicht dafür zuständig, jetzt physikalisch da mit einer Linse reinzoomen zu können. Hatte ich auch schon gesagt, aber nochmal zur Wiederholung und auch zur Erweiterung. Die Informatik hier im Studium gliedert sich in drei Gebiete. Theoretische Informatik, praktische Informatik, technische Informatik. Grundbegriffe der Informatik ist zu 80% eine Vorlesung der theoretischen Informatik. Programmieren ist zu 100% eine Vorlesung der praktischen Informatik. Und dann gibt es so Vorlesungen zur technischen Informatik, zum Beispiel Rechnerorganisation. Und in Grundbegriffe der Informatik kommt auch noch so 20% technische Informatik rein. Und so richtig toll theoretische Informatik bekommen Sie dann nochmal in aller Tiefe präsentiert in der Vorlesung, die da heißt Theoretische Grundlagen der Informatik. Wir bereiten Sie darauf vor, dass Sie diese Vorlesung hinter Rechnerorganisation, Theoretische Grundlagen der Informatik dann auch wirklich verstehen können, weil die dann mit den Begriffen, die wir hier einführen, sehr schnell handeln, um viel tiefer einsteigen zu können. Neben diesen drei Säulen des Studiums unterscheidet man häufig aber noch weitere mögliche Felder. Man hat die angewandte Informatik. Bei uns wird die so ein bisschen der praktischen Informatik zugesteckt. Was ist der Unterschied zwischen praktischer und angewandter Informatik? Bei der praktischen Informatik geht es wirklich darum, wie setze ich konkret etwas um, aber in einer allgemeingültigen Art und Weise. Bei der angewandten Informatik habe ich ein konkretes Problem. Ich möchte Spracherkennung betreiben, dieses Problem möchte ich lösen. Ich möchte Gene parsen und in großen Gendatenbanken nach Mustern suchen und das Gen finden, das für irgendeine Krankheit zuständig ist. Das ist ein angewandter Fall. Diese angewandte Informatik bedient sich der Methoden aus der praktischen Informatik, aus der theoretischen Informatik, gegebenenfalls aus der technischen Informatik, ist aber für eine Anwendung vorgesehen. Dann gibt es häufig den Bereich Informatik und Gesellschaft. Der ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir als Informatiker, wie man das sehen kann in den letzten Jahrzehnten, einen großen Einfluss und eine große Auswirkung auf die Gesellschaft haben. Seit der Erfindung des Computers formt auch er die Gesellschaft mit und die Art und Weise, wie wir miteinander leben und wie wir leben und wie wir arbeiten etc. Deswegen wird das ja auch immer verglichen mit: Nach der industriellen Revolution kommt die Revolution der Informationsverarbeitung. Und damit kommt halt auch einher, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Das, was wir machen, in einer ethischen Weise zu machen und das in einer verantwortungsvollen Weise zu machen, die nicht möglichst der Gesellschaft schadet, dass wir nicht bewusst der Gesellschaft schaden. Und dann wird häufig noch hinzugefügt das Feld der künstlichen Intelligenz. Meiner Meinung nach wird das nur separat aufgeführt, weil man nicht so genau weiß, ob man es reinstecken soll. Das ist so ein bisschen was von theoretischer Informatik und ein bisschen was von praktischer Informatik. Letztendlich kann man sagen, naja, es ist eine Anwendung. Aber wenn man dann guckt, ist halt der Begriff Intelligenz so weit gefasst, dass es doch mehrere Anwendungen sind. Und in der künstlichen Intelligenz versucht man allgemein, die Intelligenz des Menschen nachzubilden durch die Maschinen. Meistens beschränkt sich das im Augenblick darauf, dass man sagt, man imitiert. Es gibt einen großen Streit, ob man jemals eine intelligente Maschine wird bauen können oder nicht, oder ob diese Maschine Intelligenz nur imitiert und simuliert.
Hier an der Universität finden Sie auch dann hinterher, wenn Sie sich spezialisieren wollen, Lehrstühle, die sich viel mit Fragen der künstlichen Intelligenz beschäftigen. Dazu gehören Fragen des maschinellen Lernens, Fragen der Kognition, Fragen der Wissensverarbeitung etc. Als Informatiker sind Sie in der Situation, und damit sind Sie inzwischen nicht mehr alleine, das geht inzwischen vielen so, zum Beispiel den Elektrotechnikern, dass Sie ganz viele verschiedene Gebiete kennen müssen. Und das wichtigste Gebiet, das Sie kennen müssen, ist die Mathematik, Punkt. Oder von mir aus auch ganz viele Ausrufezeichen. Mathematik ist wichtig. Deswegen werden Sie getriezt, deswegen werden Sie viele von Ihnen fluchen wegen der Mathematik, weil Sie wollen doch Informatiker werden und keine Mathematiker. Aber Sie können nur ein guter Informatiker werden, wenn Sie es wenigstens durch die Mathematik schaffen. Sie müssen kein herausragender Informatiker werden, ein herausragender Mathematiker sein. Wenn Sie ein herausragender Mathematiker sind, sind natürlich die Voraussetzungen gut, dass Sie ein sehr herausragender Informatiker werden. Aber auch wenn Sie jetzt, sagen wir mal, in der Mathematik nicht übermäßig glänzen, hält Sie das nicht davon ab, ein guter oder sehr guter Informatiker zu werden. Aber Sie müssen da durch. Und später werden Sie sich wünschen, dass Sie an manchen Stellen besser aufgepasst hätten, wenn Sie doch nur gewusst hätten, dass Sie das jetzt brauchen, und müssen es dann nochmal kompliziert nachgucken. Dann Physik und Elektrotechnik sind wichtig, weil der Computer verarbeitet zwar Wissen, aber wir sind auch damit beschäftigt, Rechenanlagen zu konzipieren und zu realisieren. Sprich, wir bauen Dinger, und das geht nur, wenn Sie mit Physik und Elektrotechnik arbeiten können, weil wir haben elektrische Rechner, das sind digitale Rechenanlagen. Das müssen Sie gewisse Grundlagen kennen. Dann Biologie und Physiologie. Viele Sachen, insbesondere wenn man in den Bereich der künstlichen Intelligenz geht oder wenn es darum geht, dass der Rechner auch mit dem Menschen interagieren muss. Das sind also sehr interessante und auch sehr häufig vorkommende Anwendungsfelder. Müssen Sie was über Biologie, Physiologie kennen. Sie sollten sich auskennen ein bisschen mit Soziologie und Linguistik. Sie werden immer und wieder was hören. Gerade die Linguistik ist mit der Informatik sehr häufig in Berührung. Und nicht nur dann, wenn man Spracherkennung macht oder mit dem Rechner natürliche Sprache verarbeiten will oder künstliche Intelligenz betreiben will. Auch dann, wenn man programmiert, weil eine Programmiersprache ist nun mal eine Sprache. Und es ist kein Zufall, dass viele der Konzepte, mit der wir formale Sprachen bearbeiten, basieren auf Ideen und Erkenntnissen eines Linguisten, der sozusagen da in die Informatik quer eingestiegen ist. Für Sie ist natürlich jetzt die Frage, wo sind da die Übergänge? Wo hört die Informatik auf? Wo beginnt die Mathematik? Wo beginnt die Elektrotechnik? Das müssen Sie jetzt noch nicht wissen, das werden Sie im Laufe der Jahre merken, und die Grenzen sind fließend. Und hinterher ist das auch gar nicht so schwierig. Häufig kann man zwischen den Disziplinen auch ein bisschen hin und her wechseln. Was sind die Grundbegriffe in der Informatik? Das werden Sie können, wenn Sie diese Vorlesung erfolgreich absolviert haben. Und wenn ich jetzt natürlich Informatik verstehen will, ist die wichtigste Frage, was ist Information? Und deswegen ist Information der nächste Begriff, der nächste Grundbegriff, den wir uns anschauen werden. Summe ist, um Informationen Ihnen vermitteln zu können, um Ihnen sagen zu können, was Informationen sind, brauchen wir ein paar andere Grundbegriffe. Das sind die Begriffe Signal, Nachricht und Datum, Syntax, Semantik. Da machen wir jetzt ein kleines Spiel, ein kleines Beispiel. Wobei, den brauche ich eigentlich noch gar nicht. Moment. Ich brauche einen Freiwilligen. Nicht alle auf einmal. Kommen Sie vor. Also, was brauchen wir? Wir brauchen ein Signal, wir brauchen eine Nachricht, und Digitalrechner übertragen Nachrichten, also übertragen wir eine Nachricht, und hinterher müssen wir noch Informationen abbilden. Und jetzt kommt etwas, das ist essentiell für die Grundbegriffe der Informatik und allgemein für das Gebiet der theoretischen Informatik. Die Aussagen und Begriffe, die wir hier verwenden, die sollen allgemeingültig sein, unabhängig von der verwendeten Architektur. Ob ich einen Intel-Prozessor nehme oder einen ARM-Prozessor, soll egal sein.
Ob der Rechner grün, blau oder groß oder klein ist, soll egal sein. Ob der mit Binärsystem oder Hexadezimalsystem oder Dezimalsystem rechnet, soll egal sein. Ob der Rechner analog oder elektrisch analog oder digital arbeitet, soll uns im Großen und Ganzen egal sein. Das heißt, vieles, was wir hier machen, können wir mit Blatt und Papier machen. Und jetzt machen wir etwas, das wird Ihnen erstmal trivial erscheinen. Und nachher gucken wir uns an, warum das Ganze doch nicht so trivial ist und warum es ausreicht. Wir haben folgende Aufgaben. Das ist die Nachricht. Der Herr da hinten in dem roten Shirt will diese Nachricht haben. Sie schreiben ihm diese Nachricht auf ein Blatt Papier. Sie sind der Überträger. Sie bringen dem Herrn da hinten in dem roten Hoodie dann die Nachricht. Und der Herr im roten Hoodie, der liest die Nachricht und der speichert die Nachricht dann. Also, bitteschön. Was der gute Mann mit dem Stift jetzt macht, ist, er kodiert die Nachricht, die ihm nicht dann vorgegeben haben. Streng genommen haben wir da schon eine Informationsübertragung, weil ich habe ja die Nachricht auch irgendwie auf diesem Zettel kodiert. Und er hat sie jetzt empfangen. Da scheint irgendwie Information drauf zu sein. Und diese Information ist in einer Nachricht verpackt. Und diese Nachricht wird mit einem Signal übertragen. Und er wandelt diese Nachricht jetzt um. Sinnerhaltend. Sprich, die Nachricht bleibt bestehen, das Signal wird aber anders. Das Signal wird seine Handschrift sein. Und das physikalische Medium, auf dem die Nachricht steht, ist zwar sehr ähnlich, ist beides mal ein Blatt Papier, aber es ist ein neues Blatt Papier. Und viele Sachen, die wir machen, einfach zusammenfalten, lesen machen wir nachher. Ganz nach da oben, aber schön zusammenfalten. Wahrscheinlich sind jetzt alle neugierig, was auf diesem blöden Zettel steht. Keine Sorge, das gucken wir uns nachher in Ruhe an. Das, was auf dem Zettel steht, ist im Prinzip ein Witz. Aber den Witz können wir nur verstehen. Naja, verstehen kann man den Witz oberflächlich, wenn man sich den Witz durchliest und ein bisschen Mathematik in der Schule hat. Aber praktisch, richtig verstehen, tief durchdringen, können Sie ihn, wenn wir gleich mit dem Begriff der Information durch sind. So, Ihre Aufgabe ist, Sie falten das Ding zusammen und legen es auf den Tisch. Sie speichern das. Gut. Dann tasten wir uns vor. Wir haben das jetzt gemacht, er hat was niedergeschrieben und da steht was und der Kollege da oben, der Kommilitone, kann das lesen. Und da steht sogar so was Ähnliches wie da steht, mit ein bisschen was drumherum. Und das hängt damit zusammen. Und die Frage lautet jetzt an Sie, was steht hier? Lesen Sie mal vor. Genau. Der sagt, da steht 100001. Er hat die Nachricht genommen, hat Informationen extrahiert und daraus wieder eine neue Nachricht mit Sprache generiert und übertragen. Was steht für Sie da oben? Okay, Sie können sozusagen, Sie wollen erstmal wissen, wie die Daten da kodiert sind. Was wäre für Sie denn eine mögliche Interpretation? Für den Kollegen könnte es zum Beispiel ASCII-Code sein. Weiß einer, was das für ein ASCII-Code ist? Groß A, genau. Wäre eine andere Möglichkeit. Jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, naja, ist ja noch viel, was heißt, was steht hier? Was ich da erstmal sehe, ist irgendwie geschwungene blaue Farbe auf weißem Grund. Das ist ein schönes Bild. Damit ich überhaupt erstmal dazu komme, dass ich sage, da steht 10001 oder da steht, ach so, Sie dürfen sich wieder setzen, Entschuldigung. War keine Absicht. Das ist etwas, da haben wir schon was gemacht, wenn wir das da in Einsen, Nullen und Einsen versprechen. Streng genommen sind da erstmal blaue Punkte auf weißen Punkten. Das ist so eine Pixeldarstellung. Dann kann man sagen, ja, das ist 100001. Der Nächste sagt, wieso, das ist 1.001.000, das ist ja eine Dezimalzahl. Der Nächste könnte sagen, es ist 730 oder 65. Hängt davon ab, ob man das Ganze jetzt als Dezimalzahl, als Binärzahl, als Hexadezimalzahl sieht. Wenn es ein ASCII-Code ist, ist es ein großes A. Das heißt, nur weil wir diese Folge von blauen Punkten auf weißem Grund sehen, wissen wir noch nicht eindeutig, was es ist.
Und dieses, wir wissen nicht einfach eindeutig, was es ist, nur weil wir das sehen, weil wir da blaue Punkte auf weiß sehen, das hängt stark mit dem Begriff der Information zusammen. Um an Informationen zu kommen, muss man also irgendetwas tun. Und das sind zwei Dinge, die wir da tun. Das erste ist, wir kümmern uns um Signale, wir nehmen Signale wahr. Signal gibt es wenigstens eine Definition. Das Signal heißt Veränderung physikalischer Größen, um etwas mitzuteilen. Und diese Definition ist im Grunde unbefriedigend. Warum ist diese Definition unbefriedigend? Diese Definition ist unbefriedigend, weil im Nachgang folgt, wir nehmen den Begriff Mitteilung informell. Das heißt, wir definieren den Begriff Mitteilung nicht wirklich, sondern wir nehmen Mitteilung so, wie wir halt das im allgemeinen Sprachgebrauch haben. Wir wollten etwas mitteilen. Der eine Kommilitone hat dem anderen Kommilitonen einen Witz mitgeteilt. Und um das zu machen, hat er seinen Stift genommen und Tinte auf das Papier gebracht. Sprich, er hat ein Signal aufgetragen, indem er eine physikalische Größe geändert hat. An welcher Stelle sich das Papier mit wie viel Tinte vollgesaugt hat. Genauso, wenn ich Ihnen das 1001 zeige, dann rasen da ganz viele Photonen, Lichtwellen in Ihre Augen und Ihre Augen nehmen dieses Signal wahr, diese Veränderung der physikalischen Welt und bekommen ein Signal. Es vermittelt einen Eindruck von dem, was mitgeteilt werden soll. Aber wir wissen erstmal noch nicht, was gemeint ist. Wir wissen eigentlich noch gar nicht, dass es sich dabei um Zahlen handelt. Wir wissen erstmal nur Helligkeitsunterschiede, Farbunterschiede. Das Ganze gibt es in allen möglichen Weisen. Der Filzstift auf dem Papier. Für Sehbehinderte gibt es die Braille-Tastatur, wo dann halt mit kleinen Pins ein haptisches Gefühl in den Fingern erzeugt wird. Andere physikalische Veränderung der Größe, Druck dieser Stifte auf die Haut. Wenn wir sprechen, kommen Schallwellen aus meinem Mund, die gehen an ihr Ohr und werden da wieder umgewandelt. Das heißt, die veränderliche physikalische Größe ist da dieser Schalldruckwechsel über die Zeit, der sich als Longitudinalwelle darstellt. Häufig ist es bei der Datenübertragung auch so, dass man nicht mit einem Signal, sondern mit ganz, ganz vielen Signalen arbeitet. Hier, das ist ein Bild aus dem Kursbuch von Herrn Abeck. Einer spricht in den Telefonhörer rein, also Schallwelle aus dem Mund raus. Mikrofon macht aus der Schallwelle ein elektrisches Signal. Dieses elektrische Signal wird dann irgendwie übertragen. Gehen wir mal davon aus, ganz billiges analoges Telefon über Kupferleitung mit schönen PCM-modellierten Änderungen der Spannung in dieser Kupferleitung. Dann kommt man irgendwo zu einem Lautsprecher, der macht daraus wieder Schall und das geht in den Menschen rein, der das den Schall hört. Jetzt fehlt schon in dieser Abbildung fehlen da schon viele Signale, die verwendet werden, weil da der hat ein Funktelefon in der Hand. Da ist ja kein Kabel dran. Das heißt, irgendwo wird das Ganze dann auch nochmal in elektromagnetische Wellen umgewandelt werden, die dann zu dem Lautsprecher kommen, der die elektromagnetischen Wellen erstmal wieder in elektrische Signale umwandelt und daraus dann den Lautsprecher ansteuert. Und das ist ganz wichtig bei Signalen, dass Sie diesen Unterschied, dass der Ihnen in Fleisch und Blut übergeht, den werden Sie noch sehr häufig sehen, diesen Unterschied. Ganz links oben haben wir das, was wir normalerweise in der Welt haben, das analoge Signal. Die elektrische Spannung, die aus dem Mikrofon rauskommt und sich kontinuierlich über die Zeit verändert. Die Schalldruckwelle, wenn ich spreche, die sich kontinuierlich in der Zeit ausbreitet, wo der Luftdruck in dieser Welle schwankt über die Zeit hinweg. Das Licht, das kommt von dem Blatt Papier und auf sie zurast. Wir blenden jetzt mal gewisse Probleme der Physik aus, dass wir dann irgendwann in den Bereich der Quantenphysik kommen und das dann vielleicht doch nicht mehr alles so kontinuierlich ist. Wir beschränken uns jetzt mal auf den Bereich, den wir so als Menschen wahrnehmen, wo es kontinuierlich ist. Jetzt kann ich zwei Sachen machen. Das erste ist, dass ich diese Kontinuität in der Zeit auflöse. Ich schaue mir mein Signal nicht unendlich fein zeitlich aufgelöst an, sondern zu bestimmten diskreten Zeitschritten. 10-mal pro Sekunde, 1000-mal pro Sekunde messe ich den Wert des Signales und behalte dann nur noch diese Folge von einzelnen Werten, die ich immer in einem gewissen zeitlichen Abstand gemessen habe, bei. Damit wird aus diesem kontinuierlichen Signal, das ich zum Beispiel als mathematische Funktion beschreiben könnte,
wird eine Abfolge von Zahlen, von kontinuierlichen Zahlen, zum Beispiel reellen Zahlen. Das Ganze nennt man dann Abtastung. Und was passiert ist, dass das Signal zeitdiskret gemacht wird. Das ist oben rechts das Kästchen. Diese hellgrauen senkrechten Linien, die Sie da sehen, das sind die Zeitpunkte, zu denen abgetastet wurde. Alternativ kann ich die Zeit kontinuierlich lassen. Ich schaue mir immer die Werte zu jedem möglichst fein aufgelösten Zeitpunkt an. Ich sollte wirklich mal, glaube ich, das Netzteil anschließen. Stattdessen gucke ich mir jetzt die Werte an, die ich habe. Und diese Werte mache ich nicht mehr kontinuierlich, zum Beispiel als reelle Zahlen, sondern ich mache sie diskret. Ich bilde sie auf bestimmte sogenannte Quantisierungsstufen ab, auf eine abzählbare, meistens in der Praxis endliche, aber nicht notwendigerweise endliche, aber auf eine abzählbare Anzahl von Werten. Was der Unterschied zwischen abzählbar und überabzählbar ist, werden Sie noch in der Mathematik kennenlernen, aber Sie können so intuitiv ungefähr erahnen, worum es dabei geht. Diese Art der Diskretisierung im Wertebereich, das Signalwert wird quantisiert, nennt man dementsprechend einfach häufig nur die Quantisierung. Wenn man beschreibt, wie fein man quantisiert, spricht man von der Auflösung. Wenn man beschreibt, wie häufig man abtastet, spricht man von der Abtastrate. Und wenn ich beides mache, ich mache zeitdiskret und wertdiskret, diese Art von Signal nennt man dann ein digitales Signal. Es ist in der Zeit und in den Werten diskret. Dieses digitale Signal ist so wichtig für Sie, weil in den allermeisten Fällen das Einzige, was ein Rechner kann, ist mit digitalen Signalen umgehen. Der Rechner heißt nicht umsonst Digitalrechner. Wir können in den Rechnerarchitekturen, wenn wir Sachen berechnen, Zahlen addieren, multiplizieren etc., können wir nur mit diskreten, abzählbaren Zahlen umgehen. Wir können versuchen zu emulieren, dass wir mit zum Beispiel reellen Werten arbeiten, indem wir versuchen, möglichst fein die aufzulösen. Aber an irgendeiner Stelle ist die Auflösung zu Ende. An irgendeiner Stelle gibt es Lücken und wir haben in der Regel, wenn wir Arithmetik betreiben im Rechner, eigentlich nur eine Ganzzahlarithmetik, mit der wir in gewisser Art und Weise kontinuierliche Werte simulieren. Unterschied ist zum Beispiel, wenn man sagt, jetzt könnte hier einer kommen und sagen, ja, aber wir können ja zum Beispiel mit Brüchen rechnen. Brüche können wir immer als zwei ganze Zahlen darstellen, aber auch, werden Sie noch feststellen, diese rationalen Zahlen sind abzählbar. Sie sind nicht so überabzählbar, so kontinuierlich, wie es zum Beispiel die reellen Zahlen sind. Es gibt jede Menge reellen Zahlen, die Sie nicht als Bruch darstellen können. Und da kommen wir in Schwierigkeiten rein. Deswegen, das digitale Signal ist es, was Sie die ganze Zeit über das Studium begleiten wird. Häufig wird es passieren, dass Ihnen das egal ist, dass Ihnen diese Simulation im Rechner, wo Sie mit diesen Gleitkommazahlen arbeiten, ausreicht. Dass Sie da nicht in Schwierigkeiten kommen. Aber hin und wieder wird es passieren, wenn Sie interessante Anwendungen anfassen, dass Sie Effekte sehen werden, die sich nicht erklären können vielleicht. Wo Sie in Probleme reinlaufen, wo Sie zwar eine schöne kontinuierliche Mathematik haben, aber irgendwas funktioniert da nicht. Irgendwas ist da nicht so, wie es soll. Und wenn das der Fall ist, denken Sie daran und fragen Sie sich, kann es damit zu tun haben, dass ich in Wirklichkeit kein kontinuierliches Signal verarbeite, sondern dass ich in Wirklichkeit ein diskretes Signal verarbeite. Kommen wir vom Signal zur Inschrift. Die Bedeutung der Inschrift ist, dass wir so ein Signal konservieren wollen. Wir wollen ein Signal auf einem physikalischen Medium in irgendeiner Form festhalten. Dauerhaft. Und statt dauerhaft sagt man halt wissenschaftlich ein bisschen eloquenter ausgedrückt persistent. Wir wollen das Signal persistent machen. Und wir haben zwei Möglichkeiten, es persistent zu machen. Das eine ist, wir machen es persistent, wir machen eine Inschrift, um es über eine Distanz zu übertragen. Der Kollege hat mit Tinte auf dem Papier das Signal persistent gemacht. Das Signal ist weiterhin da. Wenn Sie es mit Licht bescheinen, sehen Sie das Signal wieder.
Und er hat es von dort nach da oben gebracht. Das heißt, er hat eine Inschrift gemacht, um diese Daten über den Raum hinweg übertragen zu können. Und der Kommilitone oben in der Ecke, der hat das Papier bei sich abgelegt. Und wenn er jetzt in 5 Minuten das Papier wieder hervorzieht, ist das Signal wieder da. Das heißt, er hat das Signal über die Zeit hinweg transportiert. Er hat es in der Zeit Persistenz gemacht. Und statt diesem Begriff Inschrift verwendet man häufig einfach nur den Begriff Schrift. Und da muss man aufpassen, muss man sich immer fragen, wenn jetzt Schrift gemacht wird, ist das wirklich eine Schrift im herkömmlichen Sinne, wie wir das aus der Schule kennen, oder meinen wir eigentlich diesen präziseren Begriff der Inschrift? Und Inschrift heißt nicht, dass wir das in menschlicher Schrift machen und mit Tinte auf Papier oder in Stein reingemeißelt zeichnen. Das kann alles sein. Das physikalische Medium, auf dem wir das Signal persistent machen, das ist der Schriftträger. Und das kann sein ein Magnetband, das kann eine Festplatte sein, das kann ein USB-Stick sein, kann eine DVD sein, das kann ein Mikrofilm sein. Das kann selbst der flüchtige Speicher im Rechner sein. Auch der macht das Signal persistent. Und dementsprechend kann ich damit eine Inschrift über die Zeit übertragen. Und wenn ich eine Inschrift über die Zeit übertragen kann, stehen meine Chancen auch gut, dass ich sie über Distanz übertragen kann. Denn die Übertragung über die Distanz erfordert die Übertragung über, oder die Persistenz in der Zeit, weil die Übertragung Zeit dauert. Das wissen wir spätestens seit Einstein, dass die Geschwindigkeit, mit der wir Daten übertragen können, durch die Lichtgeschwindigkeit beschränkt ist. Dementsprechend ist jede Übertragung von Daten auch gleichzeitig eine Dauerhaftmachung in der Zeit. Das hat man sich zum Beispiel zu Nutzen gemacht, wenn man REM bauen wollte, flüchtigen Speicher. Man wollte also irgendwas in einem Hauptspeicher halten. Was man aber nur wusste erstmal ist, wie man Daten über die Zeit hinweg überträgt. Also gibt es schon Ewigkeiten, Kupferkabel, auf der einen Seite Strom rein, auf der anderen Seite Strom wieder raus und Strom wird modelliert. Das ist eine Übertragung über die Distanz hinweg. Jetzt will man eine Übertragung über die Zeit machen. Da hat man zu einem ersten Trick gegriffen. Gut, wir wissen, dass das eine Zeit braucht. Also nehmen wir ein Kabel, rollen das auf, damit es schön lang ist. Und dann kann man noch mit Materialwissenschaftlern sprechen. Die finden ein Kabel oder Materialien, da rauscht das nicht mit Lichtgeschwindigkeit durch, sondern da rauscht das langsamer durch. Das ist einfach, wissen Sie, bei der Schallwelle ist es auch so, die Geschwindigkeit, mit der sich die Welle ausbreitet, hängt ab von dem Medium. Und so gibt es halt auch spezielle Metalle und so, da rauscht das ein bisschen langsamer durch. Und dann machen Sie das so, machen ein langes Kabel und jetzt wollen Sie ein Signal speichern, dann schieben Sie das am einen Ende des Kabels erstmal rein. Dann läuft euch das Kabel durch, dann haben Sie ein bisschen Zeit gewonnen. Und wenn das Kabel hinten am anderen Ende rauspurzelt, dann schieben Sie es vorne wieder rein. Und dann lassen Sie das Ding da im Kreis laufen. Dann brauchen Sie natürlich noch Verstärker dazwischen, weil irgendwann durch Verluste wird halt das Signal zu schwach, werden halt noch Verstärker reingemacht, aber Sie lassen das Signal im Kreis laufen. Und das ist ein sogenannter Verzögerungsspeicher. Das lassen Sie so lange im Kreis laufen, bis Sie irgendwann das Signal wieder brauchen. Und dann müssen Sie nur so lange warten, bis es mal wieder das nächste Mal am anderen Ende des Kabels rauskommt und dann greifen Sie es ab. Auf die Art und Weise kann man ein Signal speichern und wieder abfragen. Nennt sich Verzögerungsspeicher, hat man ganz früher, also wirklich früher, Techniken mitgemacht. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Problem. Gespeichert haben wir bisher nur diese Veränderungen der physikalischen Welt, also die hellen und die dunklen Punkte. Wir haben keine 1 gespeichert. Um dazu zu kommen, dass wir da eine 1 haben, dass dieses Signal eine 1 ist, und egal ob das blau ist oder rot, ob die groß oder klein ist, ob das Areal oder Times New Roman, ob es die Handschrift von Kommilitonen A oder Kommilitonen B ist, eine 1 bleibt eine 1 und eine 1 bleibt nur dann eine 1, wenn wir es abstrahieren können. Und deswegen, das hatte dann der Herr Reusner auch schon gesagt in seiner Einführung, ist das Abstrahieren, die Möglichkeit des Informatikers zu abstrahieren, so ungemein fürchterlich wichtig. Das ist jetzt etwas, diese Abstraktion machen Sie intuitiv, weil Sie schreiben gelernt haben. Aber diese Abstraktion kann man auch auf ganz andere Bereiche in der Informatik übertragen und verallgemeinern. Und wenn man da diese Form, eine Form der Abstraktion findet, wenn man ein Signal abstrahiert, dann kommen wir zu einer Nachricht. Und die Nachricht von vorhin war im Prinzip alles immer, da gibt es 1, 5 Nullen und nochmal eine 1.
Das sieht jeder da. Das weiß jeder, dass in dieser Nachricht erstmal diese Ziffernfolge übertragen wird. Und zwar völlig egal, wie sie niedergeschrieben ist. Wenn ich sie in eine Höhle gehe und rot auf den Boden pinsel, ist das immer noch für Sie, die wir da den gleichen Hintergrund haben, die gleiche Art und Weise zu abstrahieren, die gleiche Zahlenfolge. Und diese Nachricht nennt man halt eine Mitteilung, bei der vom verwendeten Medium und von den Einzelheiten der Signale und Signalparameter abstrahiert wird. Also völlig egal, ob es Licht ist oder ob das Tinte auf Papier ist, ob es groß oder klein ist, davon abstrahieren wir. Das halten wir nicht mehr als wichtig an. Die konkrete, genaue, detaillierte Ausprägung der physischen Veränderung ist nicht mehr wichtig, um die Nachricht lesen zu können. Seien Sie vorsichtig, ich habe noch nicht gesagt verstehen, eine Nachricht lesen zu können. Was kann man mit Nachrichten machen? Wir können sie speichern. Die Nachricht liegt da oben. Wir können die Nachricht übertragen. Die Nachricht wurde von da nach da getragen. Und das ist das, was wir Informatiker sehr, sehr viel machen, wir können Nachrichten verarbeiten. Deswegen spricht man häufig von der Nachrichtenverarbeitung. Wir können diese Nachrichten irgendwie manipulieren. Und dieses Manipulieren von Nachrichten ist das, was im Kern der Rechner macht. Nochmal ein Beispiel, Abstraktion vom Signal. Ich vermute mal, das ist inzwischen klar geworden. Das Schöne daran ist einfach nur so, um mal den Bogen zur künstlichen Intelligenz zu schlagen. Warum die künstliche Intelligenz es so verdammt schwer hat, ist, weil sie das nicht kann. Wir als Menschen, das ist eine Kinderaufgabe, das kann jeder lesen. Ob das jetzt, wie das A aussieht, ist völlig egal. Der Rechner hat damit ganz große Schwierigkeiten. Der Rechner kann von solchen Signalen schlecht abstrahieren, um zur eigentlichen Nachricht zu gelangen. Da muss man extrem großen Aufwand betreiben, um vom Signal zur Nachricht zu kommen. Da sind ganze Forscherkarrieren drauf aufgebaut, für jeweils auch nur bestimmte Arten der Signale. Und jetzt fehlt uns der letzte Schritt von der Nachricht zur Information. Und da scheiden sich jetzt wieder die Geister. Und das, was ich Ihnen jetzt als erstes vortragen werde, ist die Sicht, die man häufig den Forschern aus den Bereichen der Datenbank zuordnet. Und diese Sicht besagt, der Rechner kann keine Informationen verarbeiten. Der Rechner weiß nicht, was Information ist. Im Rechner werden Nachrichten verarbeitet. Im Rechner werden aber keine Informationen verarbeitet. Der Einzige, der Information erhält, der bis zur Information durchdringt, das ist der Mensch. Und damit er zu dieser Information durchdringt, macht er etwas, das nennt sich die Interpretation. Er ordnet dieser Nachricht, dieser Folge von Einsen, Nullen und Einsen eine Bedeutung zu. Er kann ihm die Bedeutung zuordnen, das ist das große A. Er kann ihm die Bedeutung zuordnen, das ist eine Million eins. Er kann ihm die Bedeutung zuordnen, das ist eine Zahlenfolge, oder Zahlenfolge bestehend aus diesen Zahlen 1, 0, 0, 0 und 1. Man kann die auch zusammenfassen und kann sagen, das ist 10, 0, 0, 10, 0, 0 als Zahlenfolge. Um diese Interpretation durchführen zu können, brauchen wir ein Bezugssystem und wir brauchen eine Interpretationsvorschrift. Also irgendeine Art von Anleitung, wie jetzt diese Nachricht zu interpretieren ist, innerhalb eines Systems von anderen Bezugsgrößen drumherum, die implizit oder explizit in die Interpretation mit einfließt. Und deswegen sagt man, insbesondere Datenbankspezialisten, die sich halt mit dem Speichern von Daten auf ganz komplexe Art und Weise beschäftigen, die sagen eben, dass man keine Informationen speichert, sondern man überträgt und speichert eine Nachricht. Und wie wir schon festgestellt haben, die Nachricht ist nicht eindeutig interpretierbar. Sie ist nur dann interpretierbar, wenn man halt ein Bezugssystem hat und eine Interpretationsvorschrift. Deswegen diese verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten dieses einfachen Signals von vorhin. Und jetzt wendet man einen Trick an. Und dieser Trick besagt, gut, dann geben wir doch der Nachricht noch eine andere Nachricht mit, nämlich zum Beispiel die Interpretationsvorschrift und das Bezugssystem. Nur dann beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz,
weil die Interpretationsvorschrift und das Bezugssystem schreibt man jetzt als Nachricht, aber wenn man wissen will, was das bedeutet, wie diese Interpretation funktioniert, muss man sie ja wieder interpretieren, braucht man wieder die Information. Und was man deshalb sagt ist, man legt extern, wir als Benutzer, als Menschen, legen eine Interpretation und ein Bezugssystem fest und dann können wir Nachrichten, Informationen verarbeiten und zwar in der Form, dass wir sagen, wenn wir eine Nachricht verarbeiten, ist das Ergebnis dieser Verarbeitung weiterhin eine sinnvolle Nachricht in dieser festgelegten Interpretationsvorschrift und in diesem festgelegten Bezugssystem. Die müssen zusammenpassen. Die Eingabe wird verarbeitet, kommt eine Ausgabe rein und Eingabe und Ausgabe müssen irgendwie sinnvoll sein in Bezug auf die Interpretation. Und wenn das der Fall ist, sprechen auch Datenbankleute von Informationsverarbeitung. Und diese Kombination aus Nachricht und Interpretationsvorschrift, Bezugssystem, wenn man die beiden zusammenfasst, dann sprechen wir von dem Datum. Datum als Singular von Daten. Also nicht wie hier heute ist der 21. Oktober, sondern wir haben eine Interpretationsvorschrift und eine Information. Wir fixieren diese Interpretationsvorschrift. Wir sagen, dieser Algorithmus soll natürliche Zahlen verarbeiten oder der andere Algorithmus arbeitet mit ASCII-Zeichen. Der interpretiert immer dieses spezielle Datum als ein ASCII-Zeichen. Und dann können wir, wenn das der Fall ist, so ein Datum auch als Nachricht repräsentieren, speichern und übertragen. Und dann machen wir Informationsverarbeitung. Aber es muss trotzdem immer noch außen der Programmierer da sein, der Benutzer da sein, der dann hinterher die Nachrichten, die da sinnlich verarbeitet werden, interpretiert, sodass er da wieder Informationen aus den übertragenden, gespeicherten, verarbeiteten Daten bekommen kann. Das ist die Sicht der Datenbankleute und auch anderer. Deswegen merken Sie sich, das Wichtigste, was Sie mitnehmen, Rechner verarbeiten Nachrichten, nicht Informationen. Und Sie müssen immer unterscheiden zwischen der Nachricht, dem, was hingeschrieben wird, und von dem Sie abstrahieren, das abstrahierte Signal, und dem, was es eigentlich bedeutet. Und die Datenbankleute werden Ihnen sagen, das müssen Sie immer machen. Ich sage Ihnen was anderes. Ich versuche, Ihren Horizont ein bisschen noch zu erweitern und Ihnen zu zeigen, dass man auch was anderes machen kann. Keine Angst, diesmal brauche ich noch keinen Freiwilligen, aber ich brauche Ihre Mitarbeit. Und was wir uns jetzt überlegen müssen ist, können wir uns vielleicht dem Begriff der Information dadurch nähern, dass wir die Menge an Informationen vielleicht messen können. Wenn wir also sagen können, bestimmte Nachrichten enthalten viel Information und andere Nachrichten enthalten wenig Information, kann man sich vielleicht auf diesem Wege dem Begriff der Information, die sich in einer Nachricht versteckt, näher kommen. Im Extremfall kann es sogar sein, dass eine Nachricht keine Information enthält. Und da ist etwas, da kommt man dann in Konflikt zu dieser Definition von den Datenbanken. Bei dieser Definition, wie Sie es bisher kennengelernt haben, kann es sein, Sie bekommen eine Nachricht, Sie können diese Nachricht sinnvoll interpretieren. Das heißt, Sie haben Informationen gewonnen. Und ich zeige Ihnen gleich, warum Sie solche Nachrichten haben können, die Sie interpretieren können, wo null Informationen drinsteckt. Und dazu habe ich hier drei Kästen. In diesen Kästen sind grüne und rote Kugeln. Und ich werde jetzt anfangen, da Sachen draus zu ziehen. Hier, erste Kugel, die ich ziehe, rote Kugel. Greife in diesen Kasten rein, ich ziehe wieder eine Kugel raus, kommt eine rote Kugel raus. Mischen wir mal durch. Ich greife in den Kasten, ziehe eine Kugel, kommt eine rote Kugel raus. Nochmal umrühren. Ich
Ich greife in den Kasten rein, ich ziehe eine Kugel raus, ist schon wieder eine rote Kugel. Ich greife in den Kasten rein, ich ziehe eine Kugel raus. Welche Farbe wird die Kugel haben? Ich höre nichts. Rot. Woran mag das liegen? Was wird in dem Kasten drin sein? Nur rote Kugeln. Das ist das Einzige, was in diesem Kasten drin ist. Es sind nur rote Kugeln. Haben wir da Informationsübertragung gemacht? Klar, ich habe eine veränderbare Größe. Ein Stück Papier, das gefärbt ist, das habe ich zu einer Kugel geformt. Das Signal wird übertragen, daraus werden Lichtwellen, das rast bei Ihnen hin. Sie sehen das Signal und Sie können erkennen rote Kugel. Sie interpretieren diese Nachricht, die abstrahiert wurde. Das sind keine perfekten Kugeln, aber kann man als Kugeln sehen. Sie interpretieren dieses abstrahierte Signal als eine rote Kugel. Wenn Sie die nächste Nachricht sehen, sind Sie dann überrascht? Nö. Sie wissen, was als nächstes kommt. Sie wissen, wenn eine Nachricht kommt, was das ist. Sind nicht wir. Und das heißt, irgendwas muss auch damit zu tun haben, wie sehr Sie das überrascht, wenn Sie eine Nachricht sehen. Da muss irgendwie in dieser, wie vorhersehbar ist das, wie die Nachricht aussieht, da muss irgendwas drinstehen. Und das führt zu einem Begriff der Information, wie man es heutzutage in der Informationstheorie begreift. Und da sagt man, die Menge an Information ist die Größe der Überraschung, die wir aus einer Nachricht oder einer Quelle bekommen. Und diese Informationstheorie wurde begründet von einem Mathematiker, Informatiker, Elektrotechniker und allgemeinem Universalgenie namens Claude Shannon. Claude Shannon, geboren 1960 in den USA, gestorben, oh, das muss 2001 heißen, nicht 2011, Entschuldigung, Tippfehler, korrigiere ich noch. Gestorben 2001, auch in den USA, in Massachusetts. War prinzipiell Mathematiker und Elektrotechniker. Informatik gab es damals noch nicht. Aber da sieht man schon, Mathematik und Elektrotechnik scheinen schon was Wichtiges mit der Informatik zu tun zu haben. Und er begründete mit seiner Forschung, mit einem sehr wegweisenden Paper, das Gebiet der Informationstheorie. Er hat erst seinen Master noch in Elektrotechnik am MIT gemacht, hat danach einen PhD in Mathematik gemacht. Allerdings nicht einfach nur irgendwas bewiesen, sondern er hat geforscht zum Thema der theoretischen Genetik am MIT. Hatte also grundlegende Sachen zur Genetik und zur Interpretation der Daten des Genoms gemacht. Danach ging er zu den AT&T Bell Labs. War ein sehr großes, wichtiges Forschungsunternehmen. Das waren die goldenen Zeiten, wenn man an den Bell Labs war. AT&T hat viel Geld ausgegeben, um wirklich schöne, wegweisende, bahnbrechende Grundlagenforschung zu machen. Das ist etwas, da hat die Industrie heutzutage ein bisschen Abstand von genommen. Ist relativ schade. Und nach seiner Zeit bei den Bell Labs wurde er dann Professor am MIT und hat zwischendurch noch einen Umweg gemacht über Princeton, über dieses Institut für Advanced Technology, sprich das, wo Einstein, das Institut, das für Einstein gegründet wurde. Da hat er noch eine Schleife gemacht und war dann Professor am MIT. Aber seine allabsolut bahnbrechendste Publikation hat er 1948 bei den Bell Labs rausgebracht. Jetzt ist das zu viel verlangt von Ihnen, diese Publikation komplett zu lesen. Da fehlt Ihnen noch ganz viel Mathematik zu. Aber ich werde den Link auf die Webseite tun. Was Sie machen können ist, Sie werden sich einfach mal die ersten zwei Seiten durchlesen, weil die sind schön allgemein verständlich geschrieben. Und da erklärt Ihnen der Meister aller Meister nochmal, was es mit dieser Information und seiner Idee, wie man Informationen messen und verarbeiten kann, auf sich hat. Ich kann nur versuchen, Ihnen das hier grob darzubringen. Aber was wir schon mal festgestellt haben, es gibt Nachrichten, die haben null Informationen. Selbst wenn ich sie super interpretieren kann, selbst wenn der Datenbanker sagen würde, es ist so interpretiert, Information wurde extrahiert, die Information ist null. Es gibt glücklicherweise auch andere Fälle. Das müssen wir einmal wieder durchmischen. Ziehen wir eine Kugel. Und die Kugel ist rot. Gut, wir wissen, rote Kugeln gibt es.
Dann ziehen wir noch mal eine Kugel. Ah, hurra, endlich mal was Vernünftiges. Die Kugel ist grün. Alter, ist Schrott. Wir ziehen noch eine Kugel raus, wieder eine rote Kugel. Wir ziehen noch eine. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, so, ich lerne es noch. Wir ziehen noch eine Kugel raus, wieder rot. Wir ziehen noch eine Kugel raus, ist wieder rot. Wir ziehen noch eine Kugel ab, mal wieder eine grüne Kugel. Dann ziehen wir wieder eine Kugel, rot. Wieder eine Kugel, rot. Noch eine Kugel, rot. Ja. Und wieder eine Kugel, ah, schon wieder rot. Kugel, ah, grün, Gott sei Dank, mal was anderes. Rot, 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 rot. Wie sehr überrascht ist sie, wenn ich eine rote Kugel ziehe? Naja, ist okay, hätte auch anders kommen können, aber ist jetzt nicht so wirklich überraschend. Ziehe ich eine grüne Kugel, hurra, ja, endlich mal was, wo was passiert. Warum ist das so? Das ist so, wenn man da reinguckt, da gibt es halt ganz viele rote Kugeln und nur ein paar grüne Kugeln. Dann haben wir noch einen dritten Kasten. Schauen wir mal. Mischen wir. Wir ziehen eine Kugel, rot. Ich ziehe eine Kugel, grün. Ich ziehe eine Kugel, rot. Ich ziehe eine Kugel, rot. Wieder rot. Ich ziehe eine Kugel, grün. Ah, ich ziehe eine Kugel, grün. Eine Kugel rot, eine Kugel grün, eine Kugel rot, Kugel rot, grün, 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 rot und so weiter. Was überrascht Sie mehr, wenn ich eine rote Kugel ziehe oder wenn ich eine grüne Kugel ziehe? Beides ungefähr gleich überraschend. Also ist jetzt nicht so, dass Sie sagen würden, offensichtlich gibt es mehr rote Kugeln als grüne Kugeln. Es gibt beides gleich vier Kugeln und das ist auch der Grund. Es gibt so viele grüne Kugeln, wie es rote Kugeln gibt in diesem Kasten. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das in Bezug auf die Größe der Information, die ich aus dieser Quelle, dem Kasten, bekomme? Kasten Nummer 1, alles dasselbe, null Information, bringt mir rein gar nichts. Jetzt müssen wir uns unterscheiden zwischen Kasten Nummer 2 und Kasten Nummer 3. Der eine Kasten Nummer 2, viele rote, wenig grüne Kugeln, und der andere Kasten genauso viele grüne wie rote Kugeln. Können wir da eine Unterscheidung machen in dem Informationsgehalt? Und wenn ja, wo gibt es mehr Informationen? Wer denkt, dass er da Unterscheidung machen könnte? Können Sie eine Unterscheidung machen? Die Anzahl der grünen Kugeln ist gestiegen, genau. Das heißt, wenn jetzt gezogen wird, bei Rot bringt Ihnen das Überraschung, und zwar mehr Überraschung als beim ersten Kasten. Und grün bringt Ihnen beim zweiten Kasten auch Überraschung. Mehr Überraschung als beim ersten Kasten? Nee, nicht wirklich. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, das hebt sich ungefähr auf. Bei den einen bin ich halt bei den roten weniger überrascht, aber bei den grünen sehr stark überrascht. Und bei den anderen beiden bin ich sowohl bei grün als auch bei rot so gleichmäßig überrascht. Und das große Verdienst von Shannon ist, und auch von anderen Leuten vor ihm, dass eben das nicht der Fall ist, sondern dass man eine Unterscheidung machen kann. Man kann im Sinne der Informationstheorie sagen, dass der Kasten, der gleich verteilt ist, mehr Informationen enthält als der Kasten, wo es viele rote und wenig grüne Kugeln gibt. Und das hat der Herr Shannon schön mathematisch dargestellt. Das kann ich Ihnen hier noch nicht in der Mathematik darstellen. Da fehlen Ihnen jetzt noch ein Semester Wahrscheinlichkeitstheorie dazu und ein bisschen höhere Mathematik. Dass Sie den Begriff schon mal gehört haben, es läuft am Ende hinaus auf den Begriff der Entropie. Man kann anhand der Verteilung hier Wahrscheinlichkeiten errechnen und aus diesen Wahrscheinlichkeiten kann man eine Entropie der Quelle berechnen. Und wenn Sie das machen, werden Sie feststellen, die Entropie dieses Kastens ist höher als die Entropie dieses Kastens. Und Sie können zeigen, dass wenn Sie jetzt zwei verschiedene unterschiedliche Nachrichten haben, Sie keinen Kasten bauen können, der mehr Entropie enthält als dieser Kasten hier. Und diese Entropie wird genommen als Maß der Information. Wir haben jetzt also in diesem kleinen Experiment festgestellt, die Höhe der Entropie, die Höhe der Überraschung hängt ab
Zum einen erstmal, wie viele unterschiedliche Nachrichten habe ich überhaupt? Extremfall, ich habe nur eine einzige mögliche Nachricht, null Information. Hätte ich jetzt noch blaue Bälle, ist tendenziell natürlich die Überraschung noch größer, weil wenn ich die gleich verteilt mache, wenn ich also gleich verteilt blaue, rote und grüne Bälle mache, dann habe ich einen Kasten, der hat nochmal eine höhere Entropie, weil ich nochmal stärker überrascht bin. Das heißt, die Menge der möglichen Arten ist wichtig, aber die beiden Kästen zeigen auch die Verteilung, die a priori Wahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich eine bestimmte Nachricht ist, wie die a priori Wahrscheinlichkeiten unter den verschiedenen möglichen Nachrichten verteilt sind, hat einen Einfluss darauf, wie viel Information in so einer Quelle steckt oder wie viel Information eine einzelne Nachricht hat. Und wenn wir uns jetzt mal wieder von dem Begriff der Quelle lösen, sondern wir gehen davon aus, wir haben Nachrichten, die wir sehen, und wir wissen, wir haben eine endliche Anzahl an möglichen Nachrichten. Und wir wissen, diese Nachrichten sind gleich verteilt. Also von jeder Sorte Nachricht gibt es gleich viele Exemplare. Wenn das der Fall ist, kann man die Anzahl der möglichen Nachrichten, die es gibt, 2, 4, grüne und rote Bälle, wenn noch blaue Bälle hinzukommen, 3, kann man diese Zahl als ein Maß für die Information nehmen. Und jetzt macht man Folgendes, man kann nicht nur die Anzahl möglicher Nachrichten nehmen, sondern man kann die Anzahl in eine streng beliebige, streng monotone Funktion reinwerfen und was aus dieser streng monotonen Funktion rauskommt, kann man auch als Maß für die Information machen. Und wenn man jetzt, das Ganze kommt aus der Elektrotechnik, der Nachrichtenübertragung, wenn man da reinschaut, stellt man fest, dass der Logarithmus der Anzahl an möglichen Nachrichten, die es gibt, eine Funktion ist, die unserem intuitiven, natürlichen Verständnis von der Menge, von dem Maß an Informationen sehr nahe kommt. Einfaches Beispiel, wir hatten gesagt, dieser Kasten, nur rote Kugeln, der enthält null Information. Was ist die Anzahl der möglichen Nachrichten? 1. Das heißt also, wenn wir das als Maß nehmen würden, würden wir sagen, der Gehalt der Information hier ist 1. Und der Gehalt der Information hier in den gleich verteilten Kasten, der Gehalt dieser Information ist 2. Aber das hier hat ja gar keine Information. Da ist keine Überraschung. Das sollte eigentlich 0 sein. Wenn ich jetzt den Logarithmus ziehe, dann ist das schön, weil dann kommt nämlich gerade 0 raus. Und das ist genau das, was wir wollen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir einen Logarithmus nehmen, welche Basis nehmen wir denn da? Und da kann man unterschiedliche Sachen machen. Häufig kann man sagen, man könnte den Logarithmus Naturalis nehmen. Der Grund ist, der Logarithmus Naturalis heißt halt Naturalis, weil viele Prozesse, die in der Natur vorkommen, exponentiell verteilt sind. Und der Logarithmus Naturalis ist eben gerade der Logarithmus zur E-Funktion, zur Zahl E. Jetzt in der Elektrotechnik, in der Datenübertragung, ist es aber häufig so, dass man mit Zahlen arbeitet, die auf einer anderen Basis sind. Ganz am Anfang hat man mit dem 10er-Basissystem gearbeitet. Wir rechnen ja auch im 10er-System. Wenn ich Zahlen addiere, mache ich das alles zur Basis 10. Also könnte man den dekadischen Algorithmus, den Logarithmus zur Basis 10 nehmen und bekommt dann eine Einheit für die Information, die nennt sich ein Hartley. Hart abgekürzt. Ist nach dem Forscher Hartley benannt, auf den sich Shannon auch hier in seinem Paper bezieht, der dieses aufgestellt hat, eine Zahl der Nachrichten oder eine monotone Funktion der Anzahl der Nachrichten ist ein Maß für die Informationen unter der Annahme der Gleichverteilung. Oder ich kann den Logarithmus zur Basis 2 nehmen, den Logarithmus Dualis. Und wenn man das macht, dann hat die ISO und das SI-System festgelegt, dann nennt man dieses Maß der Information ein Shannon. Wer hat schon mal was davon gehört? Wer hat schon mal gesagt, okay, immerhin, ein paar haben das schon gehört. Wer hat schon mal gesagt, dass er so und so viel Shannon an Informationen bekommen hat? Sagt heutzutage keiner. Deswegen gibt es für die Dinge auch andere Namen. Das Ganze zur Basis 10, das sind Decimal Digits. Die nennt man DITS. Und die zur Basis 2, das sind Binary Digits oder die nennt man eben Bits.
Das heißt, das Shannon ist im Prinzip das, was wir als Bit kennen. Der Verdienst von Shannon ist jetzt, und deswegen wurde das dann nach ihm benannt, der hat das verallgemeinert. Der hat das verallgemeinert auf den Fall, dass die Kugeln, die Nachrichten nicht allgemein verteilt sind. Er hat das verallgemeinert auf den Fall, dass ich Daten von einer Quelle in einer bekomme, übertrage und dass der Kanal, über den ich übertrage, noch gestört ist, dass da noch zwischendurch ein Kommiliton eine Ziffer durchgestrichen hat oder verändert hat. Er hat es übertragen auf den Fall, dass ich nicht ganze Nachrichten mir anschaue, sondern dass ich mir die einzelnen Zeichen anschaue und die Verteilung der Zeichen, die die Nachrichten aufmachen. Und anhand dieser Verteilung, wie diese Zeichen in der Nachricht verteilt sind, wenn die Nachricht sich aus Zeichen zusammensetzt, anhand derer Verteilung im Allgemeinen kann man auch einen Informationsgehalt einer Nachricht berechnen. Das Ganze dann wieder Logarithmus zur Basis 2 und das sind dann die Bits. Das ist das, was wir heutzutage als Bit kennen. Es gibt, wenn man auf Wikipedia guckt, den schönen Satz, der Versuch der ISO und des SI-Komitees, den Begriff Bit durch den Begriff Shannon zu ersetzen, ist in der Respektive nicht besonders erfolgreich gewesen. Worten, das kennt kein Mensch und Sie kennen es jetzt, das heißt, Sie gehören zu den Erlesenen, die sich schon ein bisschen besser in der Informationstheorie auskennen. Für alle anderen und für den Rest des Studiums werden Sie in der Regel von Bits reden. Genau. Und jetzt haben Sie sozusagen zwei Definitionen des Begriffes Information kennengelernt. Sie können sich jetzt sowohl mit Datenbanken, Datenbankspezialisten, Datenbanklern, als auch mit Informationstheoretikern kompetent unterhalten und können darüber philosophieren, was jetzt wirklich die Informationen ausmacht, die wir in einem Rechner verarbeiten und repräsentieren. Und damit wir jetzt den Begriff der Nachricht besser in den Griff bekommen, werden wir kommen dahin, dass Nachrichten aufgebaut sein werden aus dem Zusammensetzen von Zeichen. Und diese Zeichen, aus denen wir die Nachricht zusammensetzen, die kommen aus einem Alphabet. Und wir wollen in der Lage sein, damit zu rechnen. Wir wollen in der Lage sein, aus den Zeichen eines Alphabets Nachrichten zusammensetzen zu können, Nachrichten berechnen zu können. Wir wollen in allgemeiner Art und Weise in der Lage sein, die Menge aller möglichen Nachrichten zu beschreiben und Aussagen zu machen. Und um dahin zu kommen, brauchen wir den Begriff der Sprache. Und diese Sprache ist eine formale Sprache, die lernen Sie kennen als eine Programmiersprache, die lernen Sie aber auch kennen als die Daten, die Nachrichten, die Sie im Rechner verarbeiten. Und damit wir da anfangen können, fangen wir dann nächste Woche an, die Grundlagen der Mengenrechnung zu wiederholen, kommen dann zu dem Alphabet, zu den Abbildungen und zu den formalen Sprachen.